Der Ampelstreit um fehlende Munition in der Bundeswehr geht in die nächste Runde. Auf undiplomatische Weise soll nun der Bundesfinanzminister Christian Lindner seine Kabinettskollegin Christine Lambrecht zurechtgewiesen haben. Laut eines Spiegelberichts habe die Verteidigungsministerin schnell Geld für die Beschaffung für Bundeswehrmunition haben wollen. Der FDP-Politiker ließ durch seinen Staatssekretär, allein dies sei bereits ein politischer Affront, in einem Brief verlauten, dass das Wehrressort bereits durch einen stetig wachsenden Verteidigungsetat und das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro finanziell ziemlich gut ausgestattet sei. Bisher aber habe Lambrecht die Dringlichkeit der Munitionsbeschaffung nie erwähnt. Auch die Schuld für die Mängel an sich ordne das Finanzministerium direkt dem Wehrressort zu. Industrievertreter hätten bei einem Treffen ausgeführt, dass die schleppende Verfügbarkeit von Ausrüstung und Munition ihres Erachtens nicht aufgrund fehlender Haushaltsmittel, sondern durch bürokratische Bestellprozesse ihres Hauses bedingt sei.